die Monarchs. Erneut versucht, mit einem Passspiel diese 2 Yards herauszuholen. Und um ein Haar wäre das hier schiefgegangen. Holland war mit den Fingerspitzen am Ball schiefgegangen. In gewisser Hinsicht ist es auch so, denn dieser Passspielzug hat nichts zum erwünschten Erfolg geführt. Und bei einer Situation von 4. Down und 3 oder 4. Down und 2 haben die Londoner jetzt tief in der eigenen Spielhälfte in dieser frühen Phase der Partie keine andere Wahl, als ihren Panther auflaufen zu lassen. Bisschen hoch, der Snap. Aber ist noch mal gut gegangen. Der Punt rollt, der Ball rollt ein bisschen glücklich aus Londoner Sicht. Und das war natürlich das Dümmste, was passieren kann. Diesen Ball muss man einfach laufen lassen, darf ihn gar nicht mehr berühren. Ja, das war ganz, ganz knapp. Da hätte Wilson um ein Haar den Ball noch im Spielfeld unter Kontrolle bekommen. Das hätte dann bedeutet, Ballbesitz für London tief im gegnerischen Rückraum. Also hier kann man sagen, zweimal eine fast Katastrophe. Einmal auf Londoner, einmal auf amerikanischer Seite. Aber die sehen, dass der Ball dann doch glücklich letztlich aus Sicht der Gäste aus Nordamerika ins Seitenaus schlittert, rutscht, wie auch immer. Birmingham jetzt im Ballbesitz. Erstes Down, etwa auf Höhe der eigenen 30-Yard-Linie. Ein Läufer im Rückraum. Ja, anders als Arrow Harris kriegt als erstes den Ball. Es war abzusehen, eine Power-Formation mit 7, 8 Spielern. Der Angriffslinie nur ein Wide Receiver, Billy Boyer, ein Ballträger eben Harris. Und hier haben wir die angesprochene Angriffslinie, die dann noch verstärkt wird mit 2, 3 zusätzlichen gelernten Spielern der Angriffslinie, sodass manchmal bis zu 7 davon auflaufen und dann kann eigentlich nur ein Laufspiel erfolgen. Hier jetzt die Receiver und Running Backs Arrow Harris. Die Aufstellung jetzt hat allerdings mit dem, was eingeblendet wurde, nichts zu tun. Denn wie erwähnt, nur ein Wide Receiver befindet sich auf dem Platz. Und der Ball geht auch zum Running Back. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Man lässt den Back aus dem Rückraum nach vorne gehen, bedient ihn mit einem Pass. Wir haben es gesehen, London, Galbo zu Chad Garrett. Die machen es vor und Norset zu Avery, die machen es hier nach. Genug für ein erstes neues First Down für Birmingham. Die also im Gegensatz zu London die erste Angriffsserie etwas erfolgreicher begonnen haben. Auch London spielt mit einer 3-4-Verteidigung. Hier noch die 4 Rückraumverteidiger. Hier auch ein Offside, nehme ich an. Und auch Norset versucht, das Freeplay auszunutzen, geht sofort in die Endzone.